Yo, hallihallo, willkommen zurück bei Minecraft Attack of the B-Team. Wuhu. Ja, nachdem ich mir eine kleine Pause gegönnt habe und ein paar Sachen ausprobiert habe, wie ich denn das mit dem Portal fixen könnte und ich es nicht herausgefunden habe, habe ich beschlossen, ich mache das, was jeder gute Gamer macht. Ich lasse es einfach. Ja. Okay, ja, aber anstatt die lange rumzuquatschen, meine ich. Ja, wir haben ein bisschen was anderes zu tun noch. Was hatten wir denn eigentlich vor? Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Was so gefragt? Erze sind am Schmelzen, so wie ich das gerade sehe. Genau, Molten Copper, Molten Gold. Das habe ich ja alles mal da reinschmeißen wollen, beziehungsweise zum Teil schon mal reingeschmissen. Irgendwo müssten hier dann noch. Genau, dann liegt hier nämlich noch ein Haufen Aluminium, Iron und all so ein Gedöns. Lead-Ohr. Und all der Kram. Ja, und da ist hier leider. Ja, ich habe genau. Genau, ich habe kopiert, das Ding mit Enchanted Portals 2 hinzukriegen. Aber. Ja, irgendwie will es nicht so ganz. Gut, man kann nicht alles haben im Leben. Aber wie dem auch sei, ist ja auch scheißegal. Wir haben auf jeden Fall noch anderes zu tun. Wir müssten noch mal ein paar Erze sammeln. So nebenbei. Und vor allem wollen wir uns jetzt langsam mal beschäftigen mit der Ölraffinerie. Öl, nein Quatsch, Oil. Und zwar der Sludge-Boiler. Nee, ein Oil-Fabricator brauchen wir dazu. Und ja, den werden wir heute erstmal anfangen zu bauen, würde ich sagen. Haben wir denn noch Plastik? Natürlich Plastik. Haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Rubber? Ups. Hoppla, bin ich auf die Windows-Taste gekommen. Rubber. Genau, wir haben sogar noch Raw Rubber. Wunderbar. Den Rubber, den werden wir jetzt erstmal verarbeiten. Okay, da brennt Charcoal drinne. Da brennt auch Charcoal drinne. Habe ich das letzte Mal versucht, noch ein bisschen Charcoal anzulegen? Ich glaube, ja. Also zumindest sieht es hier ganz schwer danach aus. Gut, daran muss es jetzt aber nicht gehen. Wir wollen erstmal Rubber. Jo, da haben wir noch mehr Charcoal. So, das hier nehmen wir erstmal da raus. Und die Rubber Bars da rein. Aber cool, da haben wir echt viel Charcoal jetzt. Ich weiß echt nicht mehr, wo wir eigentlich stehen geblieben waren. Ich habe absolut keine Ahnung. Mal gucken, haben wir die hier eigentlich schon gefüttert? Fütter, fütter. Komm, macht mir kleine Kühe. Und da gab es kleine Kühe und Erfahrungspunkte. Juhu. Ach, geile Sache. Ja. Gut, Peridot, Clay, Barley, Dirt. Also so ziemlich jeder Scheiß, den wir eigentlich gar nicht brauchen. So, aber ich habe hier einen Haufen Bäume angepflanzt. Ich weiß gar nicht mehr, wozu ich das eigentlich gemacht habe. Egal, pflanzen wir da auch noch mal ein paar Bäume hin, ein paar von den Rubberbäumen. Denn die könnten wir jetzt demnächst dann auch brauchen. Alter Schwede, ist das ein Kupfer? Ist ja übel, ey. Okay. Gut. So, was wollte ich jetzt? Achso, genau. Den Oil Fabricator. Weil den brauchen wir nämlich später, damit wir. Beziehungsweise Machine Frames. Den brauchen wir nämlich später, damit wir Dingens herstellen können. Benzin für unsere Rakete. So, nehmen wir uns mal so ein paar Iron Ingots. Ein paar ist gut. Nehmen wir uns gleich mal ein ganzes Stack. So, 16, 16. Wir werden eh ganz, ganz viele davon brauchen. Deswegen legen wir jetzt einfach mal auf Vorrat an. 16 Stück. So, 16 Stück da rein. Aber jetzt haben wir gar nicht genug Sand, glaube ich. Aber das lässt sich natürlich alles regeln. Oder haben wir hier noch Glas? Na gut, ein bisschen was, aber das ist weitaus zu wenig. Bräuchte nochmal ein ganzes Stack Glas.
Und so wie ich das sehe, haben wir auch keinen Sand mehr. Auch keinen Sand mehr. Ziemlich uncool, wenn wir keinen Sand haben. Oder ist hier drin noch was? Sand? Glas? Ja, ein bisschen Glas. Nee, aber das ist eindeutig zu wenig. Wir brauchen viel, viel mehr. Viel, viel mehr Sand, viel, viel mehr Glas, viel, viel mehr von allem. Mal schauen. Hier wird doch irgendwo so eine schöne große Sandbank sein. Oder eine Wüste. Das wäre voll. Ey, das wäre richtig Porno. Mal sehen. Ah, hier unten sind noch ein Haufen Erze zum. Guck mal, was liegt da. Oh, das Ferros nehme ich doch gerne mit. Entschuldigung, aber das muss ich erst einsammeln. Und die Diamanten, die hier direkt an der Erdoberfläche liegen, was echt seltsam ist, nehmen wir natürlich auch mit. Eisen haben wir aktuell genug, genauso wie Redstones. Ist ja pervers, aber wieso liegen eigentlich hier überall Diamanten rum? Ich erinnere mal an die zweite Folge, war das, glaube ich, Diamantenrausch. Da hängen ja schon ein Haufen von dem Zeug direkt an der Erdoberfläche rum und hier jetzt wieder genauso. Ich glaube, diese Welt meint es einfach gut mit mir. Da ist eine Wüste. Da habe ich es gerade gesehen. Da Wüste. Gut, da sammeln wir uns erstmal ein bisschen zu Tode. Gib mir Sand in meine Hand. Wieso leckt denn das? Ist komisch. Da habe ich mir jetzt extra eine GeForce GTX 1080 geholt, damit ich ordentlich Minecraft spielen kann. Und dann leckt das. Nein, Spaß, natürlich nicht. Oh Gott, das wär's ja echt. Ich kaufe mir eine GTX 1080, damit ich Minecraft spielen kann. Oh fuck. Ich glaube, dann würde ich mich selber zum Psychiater schicken. Und sogar der würde mir die Fresse einhauen. Eieieiei. Nun gut, aktuell, ich habe mir eine kleine Pause gegönnt von nunmehr, ja, knapp 2 Wochen waren es, glaube ich. Warum ich das getan habe? Weil ich es kann. Nein, Quatsch. Ein bisschen Probleme gehabt, ein bisschen Privatstress und so weiter und so fort. Kann ja nicht immer alles sich nur um YouTube drehen. Leider hat man dann auch noch ein Real Life. Aber... gut, ich werde mich jetzt erstmal wieder aufs Aufnehmen konzentrieren. So, wo haben wir denn hier unser Haus? Da oben, wir fliegen gerade direkt dran vorbei. Ist natürlich blöd. Wo ist mein Haus? Mein Haus ist weg! Hallo Haus. Haus? Hausi Haus. Ah, da ist mein Haus. Ah, Sweet Home. Home Sweet Home. In der Home Zone. Du hast deine Homezone auf dem Kiez. So, Rubberbars da rein und hier das ganze Sandgedöns rein. Und 63 sollten erstmal reichen. So, aber erstmal, wir haben ja ein bisschen was gehabt schon. Können wir ein paar Maschinenframes machen? Wird das gerade dunkel? Nee. Oder? Doch. Doch, das wird gerade dunkel. Dann werden auch gleich wieder Zombies auftauchen. Das heißt, wir machen uns gleich erstmal wieder in das Haus rein. Aber die Diamanten lege ich ab, die sind mir zu schwer. Ah. Gut, legen wir uns erstmal ins Bettchen. You can only sleep. Es ist Sonnacht. Es wird doch gerade dunkel. Guck, da hinten geht die Sonne runter. Da, Sterne am Himmel. Da oben ist ein fetter Mond. Nein, warte mal, das ist die Schleiminsel. Ah, jetzt geht's. Guten Morgen. So, ist über Nacht unser
Nein, ist es nicht. Gut, egal. Wir haben auf jeden Fall, wir wollen erstmal den Oil Fabricator bauen. Dazu brauche ich aber TNT, dazu brauche ich Gunpowder. 5 Stück und 4 Sand. Haben wir eigentlich Gunpowder? Müsste eigentlich irgendwie mal so ein dämlicher Creeper gedroppt haben. Ja, aber nur 4. Gunpowder. Irgendwie kann man doch Gunpowder herstellen, oder? War da nicht was? R? Nein. Nee, welches das war das? U? U? Quatsch. Sulfur. Zweimal. Nee. Sulfur, Nitro, Coal. Nee. Das war irgendwie auch nicht so richtig. Irgendwas war mit Charcoal. Was ist denn Nitro? Sandstone, Pulverize. Okay. Nee. Das war's nicht so ganz. Okay, dann brauchen wir noch irgendwie Gunpowder. Können ja mal gucken, ob wir unter der Erde ein paar Creeper finden. Oh Gott, ich glaube, das ist erstmal, dass ich nach einem Creeper suche. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es unter die Erde ging. Ich glaube, hier sieht das gut aus. Ja, hier sieht's gut aus. Oder nicht? Schade, ich habe gedacht, hier geht's noch ein bisschen weiter. Na. Fliegen bitte, danke. So, mal gucken. Irgendwo muss es hier nochmal unter die Erde gehen und dann müssten wir Gunpowder finden. Oder wir gehen einfach in den... Nee, in den Nether. Nee. Ich mag jetzt nicht wieder in den Nether gehen. Das letzte Mal war so schrecklich. Da hat mir alles wehgetan. Alles, was da rumgekreucht und gefleucht ist. Ich höre Zombies, aber ich sehe nichts. Ist mir auch zu dunkel. Ah! Da geht's runter. Du bist aber ein doofer Zombie. Ich will einen doofen Creeper. Hallo, doofer Creeper. Jetzt geht man einmal in seinem Leben auf Creeper-Jagd und dann ist keiner da. Und da fahren unter der Erde auch noch Züge. Was eine Schweinerei. Ich dachte gerade, das wäre ein Creeper, aber es war nur ein Hut. Also es war ein Creeper-Hut, ja, aber... Ich dachte eher an so einen richtigen Creeper. Creeperlein, du kleines Schwein. Creeper sollten eigentlich mal Schweine sein. Ja, genau so eins. Ein Grunzeschwein. Aber irgendwas ist da schiefgelaufen bei den Entwicklern, bei Mojang oder Mojang oder wie die heißen. Und daraus ist dann der Creeper entstanden. Lustige kleine Nebengeschichte. Über die Entstehung des Creepers. Bei der Entstehung von Minecraft. Und warum komme ich hier nicht durch? Bin ich zu fett? Ja, ich weiß, ich habe zugenommen. Tut mir leid. Sagt meine Freundin auch immer. Ich bin einfach zu fett geworden. Ach, Moment mal, ich habe ja gar keine. Traurig, ich weiß. So, hä? Aber irgendwo muss doch hier ein Creeper sein. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Aber Licher, da kann ja jeder kommen. Och, Mann, nö. Ich werde jetzt aber auch nicht ewig lang nach irgendeiner beschissenen Höhle suchen, wo irgend so ein verdammter Creeper drin ist. Wo gibt's denn noch Gunpowder? Da braucht man einmal irgendwas. Und dann findet man nichts. Wer bist du? Hallo? Hallo Kurvenwitch? Ne, die blöde Kurvenwitch, mit der kann ich ja jetzt eh nicht quatschen. Weil die Kurvenwitches-Bitches, die wollen ja, dass du zaubern kannst. Oder die verlangen, dass du zaubern kannst. Und das kann ich ja leider noch nicht. Apropos Zaubern. Witchery war das, glaube ich, was hier drauf ist. Könnte man sich mal mit beschäftigen? Beschäftigen? Gut, wunderbar. So, sind wir wieder daheim angekommen. Und jetzt liegen da doch noch zwei Gunpowder. Ach komm, ich verreck, Alter. Das kann nicht wahr sein.
Warum suche ich dann die ganze Zeit irgendwelche beschissene Gunpowder? Mann! Ich sag doch, ich komme hier in meinem eigenen Lagerungssystem nicht mehr klar. Liegt vielleicht daran, dass ich keins habe. Ich glaube, das sollten wir demnächst mal ändern. Das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir hier mal tierisch aufräumen. Und alles, was hier draußen rumfliegt in den Kisten, alles mal nach drinnen räumen. Apropos Kisten. Ich musste gerade mal in meiner anderen Kiste gucken, wie spät es eigentlich ist. Beziehungsweise wie viel wir schon aufgenommen haben. In meiner anderen Kiste, ihr wisst schon. Auf meinem anderen Bildschirm. Also ich habe keinen zweiten Bildschirm, aber ihr wisst schon, das andere Fenster halt. Das, was hier unten in der Taskleiste normalerweise rumfliegt. So, gut, dann hätten wir jetzt... Wir hätten jetzt einen TNT-Block. Wir haben einen Machine-Frame. Und was brauchen wir noch für den Scheiß? 4 Obsidian. 4 Obsidian und 2 Plastik. So, 2 Plastik haben wir schon. Und irgendwo hatten wir auch noch Obsidian rumfliegt. 4 Stück brauchen wir dafür. Oh, ups. Und was war das letzte? Ein Redstone Research Coil, also sprich ein Goldingot und 2 davon. Wo sind sie? So, erstmal gucken wieder. So, die da. 2 rote Steine. So, ne, einen davon brauche ich noch und den schmeißen wir rein. So. Ups. Nein! Ach, ich komme hier langsam echt durcheinander mit den ganzen Knöpfen. Ich habe schon so lange kein Minecraft mehr gespielt. Jo. Und das heißt, jetzt haben wir auch einen Ölfabrikator. Das ist schon mal die erste Anlaufstation, damit wir später... unsere wunderbare Rakete starten können. So, ich wollte das eigentlich ja alles unterirdisch machen, aber wenn ich mir das so richtig überlege, ist das viel zu viel Stress, sich dann noch so einen Schacht zu bauen und so weiter und so fort. Wenn Sie fragen, mache ich das wirklich oder lasse ich das? Gute Frage. So. Komisch, seitdem ich das letzte Mal Doom gespielt habe, ist schon wieder eine Weile her und jetzt kommt mir das alles hier gar nicht mehr so langsam vor mit dem Laufen. Ist ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. So. So. Dann buddeln wir hier doch mal ein Loch. Ich buddel doch ein Loch. Loch an Loch und hält doch. Oder so ähnlich. So, das Ferrus nehme ich natürlich gerne mit. Ferrus ist immer gut, Ferrus kann man immer brauchen. So, ich glaube, das ist tief genug. Verwandeln wir uns gerade wieder in eine Fledermaus. Jetzt. So. Wieder eine Fledermaus, fliegen wir nach oben. So, in die Richtung ist unser Haus. Ist jetzt nur die Frage, wie tief wir runter buddeln. Oder? Ne, wir müssten eigentlich von der Seite aus buddeln. Also sprich von hier aus. Dann können wir auch mit Sicherheit sagen, jo, das passt oder das passt nicht. Wir buddeln uns einfach mal fröhlich hier durch. Irgendwann werden wir schon auf was Nützliches treffen. Hoffe ich. Copper, Stone, Stone, Stone. Copper, Stone. Nee, Stone. Immer mehr Stone. Ah, guck mal, wo wir rausgekommen sind. Ja, genau. Hier wollte ich nämlich runter. So, das werde ich dann später noch ein bisschen mehr ausschachten. Genau, ja, hier wollte ich rauskommen. Wunderbar, wunderschön, ey, klasse. Gefällt mir. Und warum komme ich da jetzt nicht durch?
So. Wunderbar. So, dann hätten wir hier nämlich auch schon so einen kleinen Schacht. Pulle ich mich hier gerade auch nochmal durch. Und das wird dann sozusagen unsere Startrampe. Ja, wir machen nämlich jetzt langsam mal ernst. Wir wollen nämlich langsam mal hier ein bisschen durchkommen. Und irgendwann wollen wir dann auch mal zum Mond. Das heißt ja nicht umsonst LP to the Moon. Attack of the B-Team. So, es wird schon wieder dunkel. Ach nee, ich mag jetzt keine Creeper. Kann den ganzen Scheiß mal später farmen. Offscreen. Obwohl. Ich weiß nicht. Ach, ich will nicht so viel Offscreen machen. Offscreen ist immer doof. Wenn man zu viel Offscreen macht, dann verpasst man immer die Hälfte. Das ist dann irgendwie blöd. So, lala. Wie weit sind wir denn hier eigentlich mit dem ganzen Gold? Ah, wir können was Neues reinschmeißen. So, Copper. Haben wir noch mehr Copper? Haben wir noch Copper? Ich glaube nicht. Copper, aber als nächstes schmeißen wir das ganze Aluminium-Ohr rein. Also sprich, das können wir so da reinschmeißen. Das ist Aluminium, Tin. Dann das Tin-Ohr, das dürfte auch noch reichen. Und Aluminium und Ferris. Ich weiß nicht, ob sich das vermischt. Aber ich glaube nicht. So, die Fossilien. Also nebenbei aus Versehen ein paar Fossilien ausgegraben. Die brauchen wir jetzt aktuell auch nicht. So. Gut, All Fabricator haben wir ja fertig. Dann brauchen wir, was brauchen wir denn noch? Auch irgendwas aus Mine Factory. Mine Factory. Reader, Grinder. Oh je. Jetzt wird es natürlich schwierig. Kann auch sein, dass es aus Galacticraft war. Genau, Galacticraft. Genau, die NASA Workbench, die brauchen wir auf jeden Fall. Advanced Wafer, Crafting Table, okay, das sind ein paar Sachen, die müssen wir noch herstellen. Ingot Compressor. Electric Ingot Compressor, genau, davon gibt es nämlich auch zwei verschiedene. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es ja auch noch einen Hammer, den wir als allererstes brauchen. Jetzt fragt mich aber nicht, wie der heißt. Oh, was ist das denn? Galacticraft Mars. Also Galacticraft Mars gibt es hier auf jeden Fall schon. Sieht jedenfalls fast so aus. Oh je. Ach genau. Die Refinery. Die Refinery, damit wir das Öl auch verarbeiten können. Ansonsten gibt es keinen Treibstoff. Den Kompressor, den brauchen wir. Ganz klar. Und jetzt weiß ich nicht mehr. Sisyphus Fabricator, genau. Ach, deswegen gibt es so viele Diamanten, oder? War nicht was? Coal Generator. So, das ist auf jeden Fall. Ja, genau, den brauchen wir dann später für als Energiequelle. Energy Storage Modul. Electric Furnace. Compressor. Ich bin der Meinung, hier gäbe es noch was anderes. Gäbe es noch irgendeine Art Hammer oder so. Rocket Launchpad? Oder war das echt nur aus dem Kompressor? Aber den Kompressor brauchen wir ja wieder die Wafer. Und dafür brauchen wir den Sursuit. Moment. Circuit Fabricator. So, Aluminium Wire, genau. Maximale Ampere-Stärke 200 Kilo Ampere. Und
Widerstand von 50 Ohm. Natürlich brauchen wir Wolle. So. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah, ein paar Minuten haben wir noch. Ich würde sagen, in der Zeit könnten wir uns mal ein Schaf suchen. Schafe, 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 Schafe. Die lassen sich, glaube ich, auch mit Weizen anlocken. So. Machen wir es mal wieder mäusig, fledermäusig. Eine Maus hat mir den Weg gefledert. Wo ist denn jetzt hier so ein Schaf? Ein Schaf. Das ist ein Schwein. Ein Schwein macht oink, oink. Nee, das ist eine Kuh, die macht mu. Oh, ein Schaf, das macht... Bäh. Oder macht Wolle. Da ist ein Schaf mit Wolle. Komm her, mein süßes kleines Wollknäuel. Ich will dich lieb haben. Eigentlich will ich dich einsperren und abscheren, aber... Für den Anfang reicht's, wenn ich dich knuddeln kann, solange du noch wollig bist. Komm her, Wollilein. Ich will dich nicht rollen. Ich will dich rollen. Und dann gehen wir in die Vollen. Und fressen leckere Knollen. Sie hätten nicht kommen sollen. Na komm. Mach mal einen Schuh. Ja, natürlich rennt mir jetzt noch so eine blöde Kuh hinterher. Ist ja fast wie im Real Life. Hey! Anstups. Du sollst jetzt hier fressen, du sollst aus meiner Hand fressen. Also gleich, dann. Wenn ich ein zweites Schaf hab. Und dann liebet und vermehret euch. Habe ich dir schon so ein schönes Gehege gebaut? Und dann käme ich nicht bei. Komm her, du verschlafener Bruder. Du kleines Luder. Ihr seid zu blöd, um durch eine Tür zu laufen. Juhu. Ich hab wieder das tollste Schaf erwischt. Ich hasse diese dummen Biester echt ohne Scheiß. Und dann wundert ihr euch, warum ich euch die Wolle klau. Und umbringe. Damit ich euer Leder krieg. Ja, 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 ja. Oh, sie haben den Weg gefunden. Krass. Cool. Vielleicht wird man noch ein zweites Schaf. Ich hätte gerne noch ein zweites Schaf. Ich brauche zwei Schafe. Zwei Scharfe. Schafe. Oh, da hinten ist noch ein Haus. Hatten wir das schon mal? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, da ist nichts mehr drin in der Kiste, also hatten wir das schon mal. Gut. Wenn dem dann so ist, dann beenden wir die Folge für heute und ich suche noch ein zweites Schaf. Und hoffe, dass ich noch ein zweites Schaf finde. Schaf? Schaf? Nee, das ist eine Kuh. Da ist ein Schaf. Halt, das holen wir uns noch. Komm, Schaf, ich darf. Kuckuck. Komm, put, 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 put. Nee, warte mal, so lockt man Hühner. Wie lockt man denn Schafe? Schaf, Schaf. Sei brav, brav. Komm mit mir in den Schlaf, Schlaf. Eigentlich unfair, wenn ich fliege und das Vieh muss laufen. Ich laufe mit aus Sympathie. Komm her, mein Schatz. Komm. Ich hab dich lieb.
Ganz dolle. Von vorne und von hinten. Hä? Moment. Das ist Minecraft, nicht Sven Bombwollen. Ja, komm her. Nee, 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 hierher. Nicht umdrehen. Komm her, mein Schatz. Hier ist Helden. Komm mit. Da ist der Stall. Komm. Du kommst da zwar nie wieder raus, aber wen juckt's? Mich doch nicht. Komm du, Miststück. Jetzt habt euch lieb. Juhu, sie haben sich lieb. Ups. Das war so nicht geplant. Gut, wunderbar. Dann haben wir jetzt zwei Schafe. Wir haben auch garantiert noch ein paar... Genau. So. So, dann haben wir unsere Schere. Und zwei nackige Schafe. Ihr Schweine. Macht euch nackig. Ach ja, schön. Wunderbar. So fühlt es sich an, ein Bauer zu sein. Ein Schäfer, ein Landwirt mit Tieren. Krasser Scheiß. Okay, gut, das war's dann aber auch für heute. Wir haben zwei Schafe, wir haben ein bisschen Eisen und Gedöns gemacht. Wir haben ein paar Maschinen-Frames hergestellt. Und ja, mal gucken, was dann die nächsten Maschinen so sind, die wir herstellen müssen. Auf jeden Fall dieses, wie heißt das Ding? Fuck. Moment. Sear Sweet Fabricator. Genau. Den müssen wir auf jeden Fall herstellen als nächstes. Weil ohne den kommen wir irgendwie nicht weiter. Ja. Aber gut, das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, Wiederschauen, reingauen, euer Kontern.